Das Faszinierende an Tieren ist für mich, dass es Lebensformen gibt, Werte gibt in dieser Welt, die der Mensch nicht selber geschaffen hat. Aha. Und die völlig unabhängig vom Menschen existieren. In ihrer Welt, in ihrem Bewusstsein, in ihrer Art zu funktionieren. Und das ist bei einem Hund nicht. Der Hund ist Teil der Menschenwelt. Und komplett abhängig. Ja, und komplett abhängig davon. Ich verurteile das nicht. Ich sage nur, es fasziniert mich nicht. Das heißt, so ein Wildtier zu beobachten und einen Vogel beim Fliegen hilft Ihnen. Was lernt Ihnen der Vogel? Ich weiß nicht, ob er mir was Praktisches lernt. Ich glaube, die wichtigen Dinge im Leben sind ja nicht die praktischen Dinge, die man lernt, sondern das, was es metaphysisch in einem auslöst. Erklären Sie und mir das? Für mich ist diese Faszination dieses Vogels, der in seiner Welt lebt und für den ich vollkommen egal bin. Ja. Und der einen ganz eigenen Kosmos hat, den ich nie ganz verstehen kann, weil ich ja nie in das Bewusstsein eines Vogelgehirns reinkommen kann. Der sich aber für mich majestätisch anfühlt. Ja, wenn ich also jetzt einen Habichtsadler in Mallorca beobachte oder einen Mönchsgeier oder sowas, gibt mir das ein Gefühl von Transzendenz. Ja, also ich bin ja kein sehr religiöser Mensch im klassischen Sinne. Glaube nicht an einen christlichen Gott, glaube nicht an eine Erschaffung der Welt in ein paar Tagen und auch nicht, dass Jesus Christus auf die Welt geschickt wurde als Gottes Sohn und dergleichen. Ja. Aber ich weiß natürlich, dass das, was ich mit meinem Wirbeltiergehirn begreifen kann, nur ein ganz kleiner Ausschnitt dessen ist, was es gibt und was ist. Und das lässt Raum für Spiritualität. Ja. Ja, die muss ich jetzt nicht in jedem Detail ausmalen und muss ich auch nicht wegen meditieren oder brauche ich auch keinen Weihrauch und kein Glöckchen geklingelt für. Aber so ein Gefühl, sich im guten Sinne klein zu fühlen vor der Natur, das ist sehr stark in mir verankert. Also Sie glauben das schon an andere, das ist praktisch das ist gar keine die Möglichkeit, Frage, das gibt es andere Mächte. Ich bin so arrogant zu sagen, ich weiß, dass das, was ich weiß, nicht alles ist. Aha.